Ja, ein herzliches Willkommen hier wieder bei den drei Herren vom Film. Heute mal wieder was Neues aus der Rubrik Markus Sammlung. Und zwar möchte ich euch hier in einem kleinen Video einfach präsentieren, welche neuen Filme, welche neuen Scheiben im Januar 2013 den Weg in meine Sammlung gefunden haben. Sprich, dies ist also das erste Update des neuen Jahres für den Januar. Wir wollen anfangen mit den DVDs. Da habe ich zunächst mal eine kleine Sammlung komplettiert. Und zwar habe ich mir gegönnt als letzte und fünfte Staffel das Boxset RTL Samstagnacht, das Beste aus Staffel Nummer 5. Die fehlte mir noch, die war zeitweise immer ziemlich teuer. Jetzt lag sie bei 13,95, da habe ich sie dann mitgenommen, um meine Samstagnachtsammlung jetzt auch endlich mal komplettiert zu haben. Das ist ein schöner großer Pappschuber. Auf der Rückseite findet man übrigens so ein schönes Rückenmotiv, was sich dann zusammen mit den anderen vier Staffeln zu einem Gesamtmotiv vervollständigt. Das gucken wir uns aber gleich nochmal im Detail an. Jetzt gucken wir mal kurz rein, damit man auch eine Vorstellung hat. In dieser Box sind bei der fünften Staffel 1, 2, 3, 4, 5, fünf kleine Slim Emery Cases. Da haben wir auf der ersten, da sind zwei DVDs drin. Da sehen wir eine Szene aus den, ja, auch einer wahrscheinlich der besten, wenn nicht der besten Rubrik bei RTL Samstagnacht. Wiegald Boning und Olli Dittrich, zwei Stühle, eine Meinung. Hier Herr Dittrich als ein Schneemann. Ja. Dann DVD 3 sehen wir eine kleine Szene mit Esther Schweins bei der Parodie auf Piep mit Verona Feldbusch. Auf der dritten auch eine sehr beliebte Rubrik, immer gewesen bei RTL Samstag nach, Mirko Nonchef als Märchenman. Auf der vierten haben wir dann wieder eine Szene aus Zwei Stühle, eine Meinung, Wiegald Boning. Und bei der sechsten DVD wahrscheinlich der Running Gag schlechthin bei RTL Samstagnacht. Den muss man heute sogar teilweise bei einem entsprechenden Publikum nur mal anbringen und schon liegt alles auf dem Boden. Ein Porträt vom immer sterbenden, immer tödlich verunglückenden Karl Ranseier. Karl Ranseier ist tot. Das ziert das Cover der fünften DVD. Ja, alles zusammen kann man es auch dann andersrum ins Regal stellen, wenn man möchte, weil wie man sieht, ich tue es mal eben wieder hier rein. Man kann einmal das Rückenmotiv der Papphülle nehmen, da setzt sich die Crew aus RTL Samstagnacht zusammen, das gucken wir uns wie gesagt nachher nochmal an. Oder aber man nimmt die andere Seite, da hat man dann durch die Slim Cases bildet sich halt immer dieser wunderschöne Samstagnacht-Schriftzug und da hat man sie auch alle nebeneinander stehen. Ja, als zweite DVD durch Zufall mitgenommen, eigentlich wollte ich gar nichts kaufen, wie es immer so ist, wenn man bei bei Saturn so ein bisschen rumständert, weil man Langeweile hat. Einfach nur vom Wühltisch mitgenommen für 1 Euro, weil es einfach eine Kindheitserinnerung ist. Den habe ich früher schon als Kind gesehen und naja, jetzt habe ich den mal mitgenommen, damit in der Sammlung steht. Hachiku, gewöhnungsbedürftiger Film, weil da tiefstes Bayerisch gesprochen wird und diese Zwerge, Kobolde und was immer da noch mal darstellen, ich muss den noch mal in Ruhe gucken, auch sehr schwer zu verstehen sind, aber das war einfach nur eine Vervollständigung. Filme, die ich als Kind schon gesehen habe, einfach mal in der Sammlung stehen zu haben. Und für 1 Euro bin ich da an Hachipuma nicht vorbeigegangen. So, dann kommen wir zu den blauen Scheiben. Da war natürlich meine erste Wahl im Januar. Ich glaube, das war der Film, den ich am längsten, oder der Film, den ich am längsten im Voraus bei Amazon vorbestellt habe. Ich glaube, es waren 4 oder 5 Monate, ich weiß nicht mehr genau, wann er im Kino lief. Aus dem Kino raus, direkt bei Amazon rein und einen Haken dran gemacht. Mag ich relativ selten, bei dem Film war es mir klar, einer der meist diskutierten Filme des letzten Jahres. Die Meinungen gehen von sensationell bis hin zu abgrundtief schlecht. Ich finde ihn sensationell, genial, unerreicht und faszinierend und toll und super. Deswegen steht er natürlich auch blau in der Sammlung, mittlerweile auch, glaube ich, schon 5-mal gesehen zu Hause. Die Rede ist von der kleinen Hütte im Wald, The Cabin in the Woods. Möchte an dieser Stelle noch nicht spoilern. Es wird irgendwann mit Sicherheit auch mal ein Herren-Special zu diesem Film geben.
Der ist ja nur noch nicht so lange raus und es werden ihn vielleicht nicht alle im Kino gesehen haben. Deswegen werde ich mal noch keine Spoiler loslassen und noch ein bisschen warten, bis ich meine Meinung zu der Handlung und zu dem Film hier in der Community preisgebe. Es ist meines Erachtens einer der besten, geilsten, ja, Horrorstreifen der letzten Jahre. Ich finde den absolut klasse, gerade mit diesem Ende, was ja auch viele verurteilen, weil es den ganzen Film kaputt macht. Nee, eben nicht. Ich finde super, der Film nimmt sich selber, ja, eigentlich keine Sekunde ernst. Er spielt mit allen Klischees des Genres und man weiß genau, ach, die Blonde und ach, die Hütte und jetzt kommt er aus dem Keller und wie auch immer. Und genau das macht den Film so unheimlich reizvoll für Horrorfans. The Cabin in the Woods, ich fand den absolut genial. Ja, dann mal wieder ein bisschen was aus der Trash-Ecke natürlich, muss auch sein, ich gucke gerade, ist das Asylum? Nein, es ist Roger Corman. Roger Corman präsentiert uns zwei gigantische Monster in einem wunderschönen Film und das auch noch auf blauer Scheibe. Und zwar Dino Croc vs. Supergator. Ja. Hinten schöne Text drauf, cooler Monsterfilm mit Kultschauspieler David Carradine aus Kill Bill 1 und 2 und Death Race. Ein Riesenspaß für alle Fans des Monsterfilms und die Cinematical, wer immer noch die Cinematical ist, schreibt tatsächlich einer der Top-Filme der Dekade. Naja, ich kenne nur den Trailer, Monster Mädels Mutation, man kann ungefähr vorstellen, was da abgeht. Ich liebe solche überzogenen, billigen Tierhorrorfilme und da bin ich bei Dino Croc vs. Supergator gespannt. Ja, der stand schon lange auf der Liste, war immer sehr teuer. Jetzt war er für, glaube ich, 6 Euro, da habe ich ihn dann mal mitgenommen. Bin sehr gespannt. So, weiter geht's mit einer Box, die im Januar dran war. Und zwar ist da die Rede von der Bruce Lee Collection hier auf Blau. 4 Filme findet man in diesem wunderschönen Pappschuber. Ich werde auch mal von der anderen Seite zeigen. Ja, da wird man so einen Eindruck mal gekriegt. Was man leider jetzt auch im Video nicht sieht, ist, dass hier vorne sowohl der Schriftzug Bruce Lee als auch Bruce Lee im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt richtig sieht, dass da Bruce Lee drauf ist. Es ist alles so dunkel. Und hier auch die Unterschrift von Bruce Lee geprägt ist. Also sehr schönes Stück. Auf der Rückseite ist es genauso. Die Fotos sind ein bisschen herausgehoben und auch die Schrift schön geprägt. Innen drin haben wir dann 4 Emery Cases. Und Uncut natürlich, muss man dazu sagen. Und die Filme liegen auch nicht alle, aber da, wo es die alternative deutsche TV-Fassung, die deutsche TV-Spur gibt, die wurde auch mit drauf gepresst, das finde ich wunderschön. Da hat man also die Wahl zwischen der original deutschen Kinosynchro damals und von der deutschen TV-Fassung. Viele bevorzugen die deutsche TV-Fassung. Ich bin ganz ehrlich, ich finde die Kino-Synchro besser. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache und muss jeder für sich selbst entscheiden. Naja, Uncut und viele Synchros. Und da sind also drin zum einen die Todesfaust des Chen Li. Dann haben wir Todesgrüße aus Shanghai. Dann kommt mein persönlicher Favorite, warum auch immer, hat sich so eingebürgert, dass das mein Lieblingsbruch ist. Die Todeskralle schlägt wieder zu. Ist mein absoluter Lieblingslied. Ja, und dann den, den ich noch nicht kenne. Den kenne ich auch bis jetzt noch nicht. Ich habe noch nicht dazu gekommen, ihn zu gucken. Das ist mein letzter Kampf. Ja, im Original Game of Death. Mein letzter Kampf. Ich denke mal, so wurde er im Deutschen genannt, weil es definitiv halt der letzte Film mit Bruce Lee war. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist es auch so, dass Bruce Lee während der Dreharbeiten zu diesem Film verstorben ist und diverse Szenen dann halt von einem anderen Schauspieler übernommen wurden und das Ganze wurde dann irgendwie zusammengestückelt und ich habe keine Ahnung. Also ich muss mir noch angucken, den kenne ich noch nicht, alle anderen habe ich schon gesehen. Die Todeskralle, wie gesagt, ist und bleibt mein absoluter Favorite. Hier haben wir halt jetzt 4 wunderschöne Bruce Lee Filme zusammen in einer schönen Box und ja, schönes Stück für die Sammlung und ja, über die Filme werde ich mal demnächst rezensieren. Die wandern zwischen, ja, zwischen Action, Eastern und Trash, also einige Szenen oder einige Filme, wenn man die heute sieht, dann denkt man sich schon, oh mein Gott, warum hat man die früher so brutal, als für so brutal empfohlen, vor allem, warum waren die früher so ultra hart ab 18 und keine Kinder dürfen die gucken, ja, fragt man sich heute definitiv, warum es so ist, aber okay.
So, zum Abschluss am Abschluss sozusagen, habe ich dann noch zwei etwas größere Stücke im Januar mit zugelegt für die Sammlung, für die Vitrinen. Da greife ich mal rüber und da haben wir zum einen hier die Special Limited Collector's Edition von Detlef Books Film Rubbel die Katz. Das ganze Ding sieht so aus, in so einer schönen, quadratisch praktischen Box aus richtig stabilem Karton. Vorne drauf haben wir einmal den Titel Rubbel die Katz und Honk oder Hollywood steht unten drauf. Das Ganze steht hier vorne auch nochmal in großer Schrift drauf. Ja, wenn man es hier so einigermaßen sieht, ich komme mal ein bisschen näher ran. Honk oder Hollywood ist schnell erklärt für Leute, die viele nicht kennen. Matthias Schweighöfer heißt dort halt mit dem Nachnamen Honk. Kurz angerissen die Story, er lernt dann halt bei Dreharbeiten oder bei Vorsprechen, lernt er einen großen Hollywood-Star kennen, gespielt von Alexandra Maria Lara und deswegen kommt dieser Titel Honk oder Hollywood, weil er muss sich halt entscheiden, bleibt er Sebastian Honk oder möchte er mit seiner neuen Perle nach Hollywood. Ist alles ein bisschen verwirrend teilweise am Anfang, aber ich finde den Film richtig genial, also ist, obwohl Matthias Schweighöfer mitspielt, weil ich bin kein Matthias Schweighöfer-Fan, ist der Film richtig cool und lustig und schöne Verwechslungskomödie und er spielt ja auch eine Doppelrolle, der Herr Schweighöfer, als Frau und als Mann. Und ich habe mich bestens amüsiert und von den ganzen letzten Filmen, die ich kenne, What a Man gab es ja noch, Schlussmacher habe ich leider noch nicht gesehen, war das aber eine Komödie mit Matthias Schweighöfer, die ich richtig gut fand. Detlef Book ist eh ein toller Regisseur und was der anfasst, wird auch meistens richtig gut und deswegen ist der Film auch klasse. Ja, zu viel über den Film, wir gucken mal kurz rein, weil ich denke, euch interessiert schon, was in der Box so drin ist. Einmal, wenn man die Box hier vorne aufmacht, hat man im Innenteil hier nochmal schön diverse Fotos, Szenen aus dem Film verewigt. Dann, wie soll es anders sein, findet ihr natürlich in der Special Collection von Rubbel die Katz auch eine Katz, die kann man dann rubbeln. Steht, gibt da eine Anleitung, man soll die Katz rubbeln. Naja, egal. Ist auch eine Katze drin, ja, kleine süße Stoffkatze. Dann haben wir als nächstes natürlich, bei so einem Ding muss es natürlich sein, Zertifikat. Sie erhalten die einzigartige Rubbel die Katz Collector's Edition in den Händen. Ihr persönliches Exemplar, die Nummer 7789, ist jetzt nicht eine wirkliche Limitierung, aber darauf kommt es mir auch nicht an. Es ist einfach nur ein schönes Stück. Hier kann man es dann nochmal sehen. Ja, das ist die Zertifizierung für die Box. Dann gibt es nochmal hier einen kleinen Zettel, so eine kleine Übersicht, was wirklich in der Box alles dann drin ist. Das erfahren wir uns. Ja, dann kommt hier die Blu-ray. Das ist eine ganz normale Emery Case. Nichts Besonderes dran. Die Blu-ray von Rubbel die Katz ist natürlich in der Box mit drin. So, dann kommen noch diverse Postkarten. Einmal Rubbel die Katz einparken. Ich komme mal ein bisschen näher, aber ich glaube, das sieht man jetzt nicht wirklich. Rubbel die Katz einparken ist sexy. Dann haben wir hier I'm sexy and I know it. So eine schöne Postkarte. Hier haben wir dann Matthias Schweighöfer, Detlef Book. Ach, die anderen beiden Schauspieler, welche Namen wir nie merken können. Einmal dieser türkische, aufstrebende deutsch-türkische Schauspieler und der die Hauptrolle von Rest in Resturlaub gespielt hat. Ist jetzt auch gerade egal, ich komme da nicht drauf. Sehen wir hier mal vereint auf einem Foto, aus einem 10-Foto aus dem Film. Hier ein 10-Foto, wo er zum ersten Mal als Frau verkleidet zu Dreharbeiten bei einem Film vorstricht. Hier haben wir wieder alle vier Hauptdarsteller nebeneinander auf dieser Postkarte. Ja, How to Rubbel die Katz, ich habe es gerade gesagt. Suchen Sie sich eine Katz, greifen Sie die Katz, bewegen Sie den Arm schnell hin und her. Geschafft, Sie rubbeln die Katz. So ist die Anleitung für Rubbel die Katz. Dann haben wir hier das Filmplakat nochmal mit Matthias Schweighöfer als Mann und Frau und zusammen mit seiner Partnerin Alexandra Maria Lara. Dann hier nochmal das Kärtchen für Hollywood oder lieber doch Honk. Dann haben wir hier Matthias Schweighöfer im normalen Outfit als Autogrammkarte, dann verkleidet als Alexandra Honk, als Frau,
Autogrammkarte. Und last but not least natürlich auch eine Autogrammkarte von Alexandra Maria Lara. Also eine Menge Postkartenring, finde ich sehr schön. Wie es gehört für eine Special Collector Edition. Dann hier noch wunderbar so ein schönes goldenes Hong Hollywood Täschchen. Ja, das kann man hier aufmachen und kann man dann sein Spielzeug eintun, wenn man möchte. So, last but not least haben wir dann noch den Honk Flaschenöffner. Den gibt es auch noch oben drauf. Ja, kann man sich an Schlüsselbund machen. Hier bleibt er natürlich in der Sammlung. Und wir gucken kurz noch mal rein, weil am Ende der Box findet man dann auch im Innenleben, im Innenteil noch mal Fotos, 10 Fotos von diesem wunderschönen Film. Ja, für mich finde ich eine wunderschöne Collectors Edition, sehr, sehr schön. Wir packen alles wieder ein. Die Postkarten oben drauf. Hoppala. Der Film, die beiden Zettel, die Katze und dann natürlich die Box. Ja, finde ich eine wunderschöne Box, macht sich auch sehr schön in der Sammlung. Kann ich jedem nur empfehlen, der deutsche Filme mag oder der wirklich ausgefallene Sammlerstücke sammelt, präsentiert, wie auch immer, ist eine Menge drin und für einen guten Preis sollte man da definitiv nicht nein sagen. So, wir haben es fast geschafft. Last but not least, das letzte vom Tage, vom Monat, die letzte Errungenschaft für den Januar habe ich mir dann noch gegönnt. Die Ultimate Trilogy in der Limited Collectors Box von Jurassic Park 1 und 3. Die dürfte den meisten bekannt sein, deswegen packe ich sie jetzt nicht groß aus. Ja, hier sieht man vorne den T-Rex halt, wie er durch das Eingangsportal des Jurassic Park streift. Hier an der Seite sieht man nochmal schön Jurassic Park, die Ultimate Trilogy mit allen drei Teilen. Die, wie gesagt, ich packe es nicht großartig aus, hier liegen oder sich drin. Wir gucken uns nur einmal kurz noch hier die Box an. Neben dem T-Rex ist halt hier vorne dann an der Seite das Digipack mit allen drei Teilen der Jurassic Park Trilogie drin. Ja, wir können es auch einmal kurz aufmachen, weil es halt auch eigentlich ein wirklich sehr schönes Stück ist. Ja, wenn man das Digipack dann öffnet, sieht man da Bilder vom Film und innen drin sind dann nebeneinander jeweils die Blu-rays vom Film und die so in meinen Augen völlig überflüssige Digital Copy, das Ding kann ich niemals aussprechen, aber okay, wer es braucht, darf es gerne machen. So, hier an der Seite noch die Authenticity, Certificate of Authenticity, ja, da ist es nochmal kurz belegt, dass das Ding dann auch ein echtes Stück ist. So, wir tun es wieder hier rein. Ja, war lange Zeit sehr teuer. Jetzt fliegt es bei Amazon teilweise sehr günstig raus. Irgendwann sind sie weg, dann werden sie wahrscheinlich richtig teuer. Und bei dem Preis, der letztens dann war, habe ich gesagt, okay, da schlage ich dann jetzt mal zu, auch als natürlich großer Jurassic Park-Fan. Falls sich einer wundert, ich habe mich dazu entschlossen, viele sehen es ja als Frevel, es gab ja hier noch so eine Umverpackung, die hier vorne anfängt und dann hinten rüber geht und dann wäre hinten jetzt halt noch die Inhaltsangabe von diesem Boxset drin. Da habe ich mich gegen entschieden, die habe ich abgemacht, die habe ich natürlich nicht weggeschmissen, die sammle ich im Schrank, weil halt mit dieser Umverpackung hier vorne dieser hässliche FSK 12 Flatschen drauf gewesen wäre und den wollte ich so nicht in die Sammlung stellen und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ja, ja, das war's mit dem T-Rex. Verabschiede ich mich aus meinem Januar-Update, dem ersten Update für 2013. Was ich euch jetzt noch eben schnell zeigen möchte, weil ich momentan nicht die große Zeit habe, ein komplettes Overview meiner Sammlung zu machen, weil ich habe ein bisschen umgebaut, es sind neue Regale, neue Sachen dazugekommen und das steht jetzt alles ein bisschen anders. Ich möchte euch nur mal ganz kurz einen kleinen Einblick zeigen, wo diese Sachen jetzt gerade in meiner Sammlung stehen und dann sehen wir uns gleich nochmal an meiner Wand und bei den Vitrinen wieder. Ja, bis gleich. So, das ist also jetzt das komplette Rückenmotiv der Samstagnacht-Box, sag ich mal, von Turbine Medien. Staffel 1, 2, 3, 4 und 5 macht sich meines Erachtens im Regal sehr schön. Da sind halt alle Samstagnacht-Akteure drauf, bis auf den Kollegen Weigand, der ja erst in der letzten Staffel, glaube ich, oder in der vorletzten Staffel dazu stieß. Der ist ja da nicht drauf, aber die Urcrew von Samstagnacht ist halt hier drauf. Ich finde, das ist ein wunderschönes Rückenmotiv und wenn man alle Staffeln hat, hat man ein echt schönes Stück in der Sammlung.
Hier sehen wir die Special Limited Edition von Rubel die Katz. Die hat ihren Weg natürlich in eine Vitrine gefunden und ja, steht hier jetzt gerade momentan in Gesellschaft von Lost, von Hulk und von Buster Keaton in einer Vitrine, die neu umgestellt wurde. Aber da werde ich dann demnächst nochmal schauen, dass ich da nochmal ein aktuelles Update-Video erstellen kann, wo ich meine Sammlung wieder komplett overviewe, damit man mal sehen kann, was sich alles geändert hat. Hier hat sich also die Rubel die Katzbox eingemistet. Oben auf dieser Vitrine steht momentan die Jurassic Park Ultimate Trilogy Box. Die ist halt sehr groß, nimmt in der Vitrine sehr viel Platz weg, deswegen habe ich sie erstmal oben raufgestellt. Ja, das ist also jetzt quasi auch hier so die Vitrine, die jetzt komplett neu steht. Und wenn wir jetzt nochmal kurz rüberschwenken, kann man auch mal kurz sehen, was sich in der Wand geändert hat. Da sieht es momentan so aus, dass hier links, ganz am linken Bildrand, jetzt ein Blu-ray-Regal entstanden ist, wo jetzt erstmal alle Blu-rays drinstehen für die Übersicht. Und die dort stehende Vitrine ist halt jetzt gegenüber auf die andere Seite gewandert. Ja, und so sieht es momentan aus. Das war mein Update für den Januar 2013, Nummer 01. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Update oder beim nächsten Video hier wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.